Ja, moin Leute, willkommen zu dem nächsten Update-Video in der Easy Carbo Playlist. Es hat sich ja nicht wirklich viel verändert, wie immer, jeden Tag. Ja, ich denke, ich werde. Aber das erkläre ich euch gleich. Ja, was zurzeit ein bisschen ist, es ist eine Trübung im Becken. Also nicht extrem. Aber ja, was heißt Trübung? Eine Trübung ist es nicht direkt, es sind Schwebepartikel, ganz feine Schwebeteilchen. Ja, es ist halt, wenn man Panzerwälze drin hat, ne, die wirbeln den Bodengrund auf und da ist halt immer Schwebstoffe drin. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt das auf der Kamera schlecht erkennen. So was in der freien Wassersäule. Also ein bisschen sieht man es schon. Gerade wenn man hoch in Richtung Wasseroberfläche ist, seht ihr da, wo der Filterauslass ist, das ist frei. Und hier oben auf der Oberfläche sind so viele und auch im Wasser so feine Partikel. Aber ich habe mir vorgestern habe ich mir Filterwatte bestellt über eBay. Unter anderem, aber ich habe auch, weil mein Easy Carbo fast alle ist, ich habe ja so eine halbe Liter Flasche, da habe ich jetzt so eine Liter Flasche Easy Carbo, die hat irgendwas mit um die 17 Euro gekostet. Der halbe Liter kostet bei uns in der Zoohandlung zwischen 10 und 5, irgendwas, was waren das genau, 15 Euro, 16 Euro, irgendwie sowas. Also bei eBay habe ich für einen Liter das bezahlt, was ich ungefähr das bezahlt, was ich bei uns in der Zoohandlung für einen halben Liter kriege. Und da habe ich mir natürlich auch gleich eine Packung Filterwatte, also hier diese, wo man den Außenfilter reinpackt, von Hobby ist das. Da mache ich, wenn das dann da ist, mache ich ein kleines Unboxing-Video. Ja, das habe ich bestellt. Also Filterwatte ist nie verkehrt. Das filtert halt so diese feinen Schwebepartikel halt raus. Ne? Gestern wäre ja eigentlich Wasserwechsel gewesen am Sonntag, aber ich habe das gestern Abend nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich war ja angeln und dann bin ich ja so 13 Uhr rum irgendwie sowas die Dreh, bin ich ja zu Hause gewesen. Naja, dann haben wir was gegessen und dann danach sind wir ja spazieren gegangen und da sind wir auch erst, weiß nicht, was war denn das, 17 Uhr rum nach Hause gekommen. Und da hatte ich dann mir, ich war so fertig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mich gestern gefühlt, ich fühle mich auch heute noch, ich habe so übel Muskelkater in die Beine. Ja, nicht übel, aber ich merke es schon, also es zwackt ein bisschen in die Beine. Da Muskelkater vom Laufen und natürlich vom Fahrradfahren. Ich bin schon ewig kein Rad mehr gefahren. Großartig und gelaufen. Naja, und das merkt man, ne? Und deswegen habe ich gestern das nicht mehr geschafft, einen Wasserwechsel zu machen. Muss mal gucken, heute fühle ich mich eigentlich auch noch nicht so gut. Also ich werde das die Tage auf jeden Fall machen, Wasserwechsel. Ist ja jetzt nicht so, dass es, wenn es mal ein paar Tage drüber ist, sonst mache ich es ja immer jede Woche. Jede Woche Sonntag ist ja immer Wasserwechsel, aber wenn es mal ein paar Tage drüber ist, deswegen kippt das Becken auch nicht gleich um. Ja, dann muss ich wieder mulmen. Das ist die Panzerwälze, ne? Ihr seht es, wie sie ja hier vorne im Vordergrund unterwegs sind. Huch. Ihr seht es, die sind immer unterwegs. Immer am Rumwühlen. Das sind die restlichen. Gerade wenn es Futter gibt, da sind die richtig hinterher und stopfen da ihre Gusche rein in den Bodengrund. Naja, und das wirbelt halt auf, ne? So viel kannst du Mulm gar nicht absaugen, dass die Panzerwälze das nicht aufwühlen. Also, da muss man halt mit leben, ne? Ja, dann eigentlich, was ich noch
sagen wollte. Ich mache ja immer jeden Tag ein Update-Video, ne, und es ändert sich ja eigentlich nicht viel. Ich werde mal gucken, dass ich da das ein bisschen runterschraube, dass nicht jeden Tag ein Update kommt, sondern dass, ja, zweimal in der Woche vielleicht, vielleicht dreimal in der Woche ein Video oder zweimal die Woche reicht auch so ein Video. Da habe ich dann auch ein bisschen mehr zu erzählen oder vielleicht auch zu zeigen, als wie wenn ich da jeden Tag ein Update mache, ne? Ich meine, das ändert sich ja, es ändert ja nichts an der, an dem Langzeitversuch. Also für mich, ne, weil ich ja noch keine Erfahrung mit dem Easy Carbo habe, ist es für mich ein Versuch. Wie funktioniert das Becken, wenn ich ein Jahr lang Easy Carbo nutze? Also das heißt jetzt nicht, dass nach dem Jahr dann Schluss ist. Also ich werde es weiterhin benutzen. Warum nicht, ne? Weil solange sich da nichts an den Fischen ändert, dass es denen schlecht geht oder an den Pflanzen, warum soll man es nicht nutzen, ne? Jo, daran ändert sich ja nichts. Aber diese täglichen Updates, ja, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal, ne, wo die Reise hingeht. Ich meine, ihr wisst ja selber, nach meinem letzten Video, was ich gemacht habe, wo ich euch so ein bisschen ja, erklärt habe, was ich vorhabe und so. Ich habe ja viel Zuspruch bekommen. Ja. Und, also, was heißt Zuspruch? Ja, es, einige Leute fanden, oder die meisten von euch fanden es gut, ne? Ja. Schauen wir mal, ne? Aber ihr merkt, es gibt gar nicht so viel zu erklären, zu erzählen oder was auch immer, ne? Von daher wäre das vielleicht gar keine so doofe Idee, irgendwie dann lieber nur zwei Videos drüber in der Woche, ne? Sobald sich jetzt was Gravierendes ändert, da mache ich natürlich ein Video von. Möchte euch ja schon gerne weiterhin an meinem Hobby teilhaben lassen, wie ich so meine Aquaristik hier betreibe. Und ja, aber ich gucke mir das ja bei anderen auch gerne an, wie die ihre Aquaristik betreiben und so, ne? Ist ja immer interessant. Ja, was auf jeden Fall die Tage geschnitten wird. Das erste Mal ist hier hinten die Rotala. Die werde ich das erste Mal schneiden. So. Die hat sich eigentlich schon gut etabliert. Wenn ich die jetzt so die Hälfte runterkürze, dann tut der das, denke ich mal, ganz gut. Die eine, die hier, die ganz rechts da sitzt, die werde ich noch ein Stückchen weiter nach hinten setzen, weil die mir zu dicht am CO2-Diffusor sitzt. Also wenn die jetzt noch weiter wächst, dann wuchert die den halt komplett zu. Und ja, das habe ich nicht bedacht, wo ich die da reingesetzt habe. Und aber ist ja kein Thema, kann man ja umändern, ne? So, wie gesagt, aber die geschnitten. Welche auch gut wächst, ist die Rotala, die ich hier im 112 Liter Becken habe. Also ihr seht es, wie schön die sich gemacht hat. So, die sieht richtig toll aus, finde ich. Na. Die könnte ich eigentlich, ja, obwohl die lasse ich jetzt auch noch ein bisschen wachsen und dann werde ich die auch schneiden. Und wenn ich dann einen schönen großen Busch davon habe, dann kann ich davon auch einen Teil mit beim großen Becken reinsetzen. Genau. Aber ich kriege die Tage ja eh noch Rotala. Aber da mache ich dann ein separates Video zu. Da mache ich dann ein Unboxing-Video.
freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Pflanze und bin gespannt, ob ich mit der zurechtkomme, beziehungsweise ob die in mein Becken zurechtkommt. Da lasse ich mich echt mal überraschen. Weil es ja eigentlich eine Pflanze ist, die ja sehr rot wird, eigentlich viel Nährstoffe braucht. Und ja, halt wahrscheinlich auch Licht. Ich muss gucken, ob sie bei mir zurechtkommt, ne? Da lassen mich echt überraschen. Aber ist mal was anderes, definitiv. Ja, ansonsten soll es das für das Video heute erstmal gewesen sein. Ihr seht, ist alles noch im grünen Bereich. Die Pflanzen wachsen alles super. Den Fischen geht's gut. Und das ist die Hauptsache, ne? Algen sind, ja, weiter auf dem Rückmarsch. Und muss man halt dranbleiben, ne? Damit es nicht wieder ausufert. Ja. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das Video heute, wie gesagt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, ciao.